Während des Spaziergangs war es sehr neblig. Hallo liebe Freunde, ich bin Elena und ich bin deine Lieblingsdeutschlehrerin. Danke, dass du eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über die Genitivpräpositionen. Genitivpräpositionen sind an sich nicht schwer. Genitiv ist ein bisschen schwer. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was Genitiv ist, schau dir bitte mein Video an zu diesem Thema. Mit zwei Tricks erkläre ich dir, wie du schnell und super gut Genitiv dir merken kannst. Nun beginnen wir mit der Präposition während. Während bedeutet during oder во время. Während des Winters, during the winter, во время зимы. Während des Unterrichts, during the German class, во время занятия немецким. Und jetzt schau dir meine Beispiele an. Während des Kochens höre ich die Musik. During the cooking, I'm listening to music. Во время приготовления пищи я слушаю музыку. Die nächste Genitivpräposition ist trotz. Trotz bedeutet in spite of oder несмотря на. Trotz hat eine Bedeutung wie obwohl. Das zeigt uns einen Gegenargument. Trotz der schlechten Wetters, несмотря на плохую погоду. Und nun schau dir meine Beispiele bitte an. Trotz der Kälte muss ich nicht frieren. Trotz des kalten Wetters gehe ich ohne Mütze spazieren. In spite of the cold weather, I go without a cap. Несмотря на холодную погоду, я иду гулять без шапки. Nun habe ich noch zwei Genitivpräpositionen für dich. Innerhalb, within, в течение чего-то, und außerhalb, outside, за пределами чего-то. Zum Beispiel, innerhalb des Deutschkurses sprechen wir Deutsch, außerhalb des Deutschkurses sprechen wir unsere Muttersprache. Во время, в течение курса мы говорим по-немецки, а за пределами курса мы говорим на нашем родном языке. Nun schau dir meine Beispiele an. Niemand da. Außerhalb der Öffnungszeiten kann man eine Nachricht hinterlassen. Man darf rauchen nur auf dem Balkon außerhalb des Zimmers. You can smoke on the balcony outside of the room. Можно курить на балконе за пределами комнаты. Innerhalb eines Tages trinke ich zwei Tassen Kaffee. Within one day I drink two cups of coffee. В течение дня я пью две чашки кофе. Und die letzte Genitivpräposition ist wegen. Because of oder из-за. So, nun schau dir meine Beispiele an. Wegen des Stromausfalls zünde ich die Kerze an.
Wegen. Was ist richtig? Wegen dir, wegen mir. Nein, nein, nein. Wegen dir ist falsch. Deinetwegen ist richtig. Wegen mir ist auch falsch. Meinetwegen ist richtig. Wegen ihm, seinetwegen, und wegen ihr ist auch falsch. Ihr entwegen ist richtig. Nun hoffe ich, dass du alle Genitivpräpositionen sehr gut kennst und sie sehr gut gebrauchen kannst. Bitte teile dieses Video an alle deine Freunde, die Schwierigkeiten mit Genitiv haben. Und natürlich abonniere meinen Kanal und schreibe mir schöne Kommentare rein. Dankeschön. Tschüss.